Ja, schönen guten Abend, liebe Grundeinkommensfreundinnen und Freunde in der zweiten Veranstaltung des Grünen Netzwerks Grundeinkommen in unserer Reihe Sommertalk unter dem Motto Grundeinkommen wird Grundsatz. Wir haben gestern gestartet und wir werden in den nächsten 2 Wochen jeden Tag außer am Wochenende eine Veranstaltung haben. Wir haben gestern angefangen mit Beate Müller-Gemmecke zum Zusammenhang zwischen Grundeinkommen und Erwerbsarbeit. War eine sehr spannende Diskussion. Und wir haben heute die Veranstaltung mit Thomas Poreski aus Reutlingen, Abgeordneter im Baden-Württembergischen Landtag, dort Sprecher für Sozialpolitik. Und ich habe heute auch noch mal irgendwo gelesen, Sprecher für Technologiepolitik. Also zwei spannende Themen, die er bearbeitet, aber heute ist er vor allen Dingen als sozialpolitischer Sprecher gefragt. Ich bin jetzt kurzfristig als Moderator eingesprungen, was ich aber sehr gerne mache. Mein Name ist Wolfgang Strengmann-Kuhn. Ich bin grüner Bundestagsabgeordneter im Bundestag, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und für europäische Sozialpolitik, bin aber auch für das Thema Armut zuständig, ein Themengebiet, was ich auch vorher als Wissenschaftler mal bearbeitet habe. Insofern freue ich mich auf den Abend heute, auch weil mich mit Thomas eine lange Verbindung zum Thema Grundeinkommen verbindet, die jetzt schon seit über 20 Jahren, glaube ich, geht, wo wir regelmäßig in Kontakt sind. Und vor gut 10 Jahren waren wir beide zum Beispiel mal in einer Kommission des Bundesvorstands zum Thema Grundeinkommen und Grundsicherung mit dem Ergebnis, dass es einen Parteitag gegeben hat, wo die Grünen schon mal über das Grundeinkommen abgestimmt haben. Damals über einen Vorschlag des Landesverbandes Baden-Württemberg, an dem Thomas Poreski einen Anteil hatte, dass das beschlossen worden ist von dem Landesverband Beate Müller-Gemmecke gestern auch. Also haben wir gleich zwei, die da mitgewirkt haben an diesem Beschluss des Landesverbandes Baden-Württemberg. Leider auf dem Bundesparteitag keine Mehrheit gefunden, hat aber immerhin über 40% Zustimmung, ist also nur knapp abgelehnt. Und in dem Beschluss, den wir da hatten, war eigentlich viel von den Ideen auch drin. Und der Beschluss besagte, dass wir das Grundeinkommen weiter diskutieren. Das machen wir. Und jetzt steht halt das Grundsatzprogramm an, wo es um die langen Linien geht. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass wir das Grundeinkommen da reinkriegen. Das ist zumindest das Ziel des Grünen Netzwerks Grundeinkommen. Deswegen machen wir diese Veranstaltungsreihe. Wir haben außerdem verschiedene Vorschläge zum Grundsatzprogramm vorbereitet. Das richtet sich jetzt vor allen Dingen an die grünen Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Vorschläge unterstützen können auf Beteiligungsgrün. Da werden wir über unsere Info-Mailing-Liste demnächst nochmal eine Linkliste verschicken, mit der die Vorschläge unterstützt werden können. Aber jetzt geht es erstmal um die Veranstaltung heute Abend, um das Thema Armut. Armutsbekämpfung ist nicht das Einzige beim Grundeinkommen, aber natürlich was ganz Zentrales, weil das jetzige Grundsicherungssystem reicht halt nicht aus und das Grundeinkommen ist sowas wie ein Gegenmodell zu dem jetzigen Grundsicherungssystem. Thomas hat eine Präsentation vorbereitet und ich würde ihm jetzt das Wort geben und wir können, glaube ich, die Präsentation dann auch starten. Thomas, du hast das Wort. So, jetzt ist das Mikro an, hoffe ich, und ich werde auch gehört. Dann herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ja, es ist herausfordernd, aber auch reizvoll, ein Thema, das ganz viele Zusammenhänge hat, jetzt mal von einer Seite zu beleuchten. Es wird so sein, dass die Zusammenhänge dann bei euch, teilweise natürlich auch bei mir, auftauchen. Ich habe auch eine längere Präsentation, als ich vortragen werde. Die könnt ihr dann aber bekommen als PDF, sodass man auch ein paar Sachen nachlesen kann bzw. auch vertiefen kann. Und ich werde auch deswegen nicht so lange vortragen, weil ich glaube, dass es gut ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht, Daniel, fangen wir mit der ersten Seite an. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, super. Also, das war jetzt also praktisch der Kurztitel. Ja, das ist, glaube ich, der größere Zusammenhang, in dem es geht. Es geht um eine nachhaltige Sozialpolitik, allerdings eben auch um eine Steuer- und Finanzpolitik, die damit daran gekoppelt ist und natürlich
ganz stark auch die Frage, wie wollen wir leben, also die ganzen gesellschaftlichen Fragen, die ja nicht nur die klassische Sozialpolitik umfassen. Kommen wir gleich zur nächsten Seite. Kurz warten, genau. Also, das ist euch alles bekannt. Ich habe es jetzt hier nochmal aufgerufen. Wir haben einfach eine ganze Reihe von großen Trends, die jetzt über die nächsten Jahre sich auch auswirken werden, die sich teilweise schon auswirken. Das ist jetzt alles keine Katastrophe, sondern es sind erstmal Dinge, die stattfinden und die immer auch Chancen und Risiken beinhalten. Und an jeder Stelle muss ich natürlich die Frage stellen, weil das Ganze natürlich auch Stress auslöst. Also alles, was Veränderung bedeutet, bedeutet Stress. Das ist für grüne Wählerinnen zumindest nach der Wahlforschung das kleinere Problem, weil unsere Wählerinnen eher grundsätzlich optimistisch sind und auch veränderungsbereit. Trotzdem muss man es natürlich aushalten und man muss es gestalten und man muss es so gestalten, dass dann die Gesellschaft eben auch mitkommt und nicht auseinanderfällt. Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeit 4.0 ist uns alles ein Begriff. Da ist einfach so, dass die industriellen Prozesse sich nochmal ganz gewaltig rationalisieren werden. Das heißt, das, was man jetzt heute in Karosseriefabriken zum Beispiel von Autos hat, dass da kaum noch Menschen drin rumhüpfen, das wird künftig eben auch in anderen Bereichen sein, auch im Maschinenbau, wo das eben noch ziemlich anders ist. Übrigens auch bei der Produktion von Verbrennungsmotoren, wenn die sich noch die nächsten Jahre halten, dann wird auch das nicht mit so viel Arbeitskräften wie heute verbunden sein. Klar, die Grenzen des Wachstums, also der Planet ist eben nur begrenzt belastbar, ist das eine. Das andere eben aber auch die Herausforderung, künftig das Wirtschaften so zu machen, dass es sowas wie Kreislaufwirtschaft gibt. Das heißt, dass das, was wir in Wirtschaft betreiben, nicht auf Kosten künftiger Generationen geht. Strukturwandel habe ich schon angedeutet. E-Mobilität, Energiewende, Riesenaufgaben, Riesenchancen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass sich unglaublich viel bewegt, dass Leute in Lebenslagen kommen können, wo sie Übergänge, wo sie Unterstützung brauchen. Ökologischer Umbau der Wirtschaft vergleichbar, demografische Entwicklung, klar, mit allen Vor- und Nachteilen, Migration auch, Chance und Herausforderungen zugleich. Und was wir eben jetzt neu haben, ist dieser Meteoriteneinschlag, zumindest ist es so das Bild, das ich am ehesten verwende, Corona-Pandemie, mit der wir so nicht rechnen konnten und die ja auch einiges durcheinander geworfen haben. Das heißt, wir kommen jetzt zur nächsten Folie. Klar, die neuen sozialen Fragen haben wir eigentlich schon seit 25 Jahren. Das in verstärkter Form seit 15 Jahren. Hartz IV ist klar, da haben das erste Mal Mittelschichten verstanden, es kann sie auch treffen. Die unsteten Erwerbsbiografien sind schon in den 90er Jahren vorhergesagt worden, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass, was weiß ich, Tausende von Leuten den gleichen Job nebeneinander machen und dann auch die gleiche Arbeitslebenswelt teilen, so nicht mehr der Fall sein wird. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, teilweise in Wechselwirkung eben mit Hartz IV und dann auch damit, dass viele klassische Nischenjobs so verschwinden. Spaltung zwischen Arm und Reich sagt uns auch was. Natürlich auch die Bedingungen, die damit zusammenhängen. Da kämpfen wir natürlich dagegen, auch auf europäischer Ebene. Trotzdem findet es statt und das trägt alles dazu bei, dass die Zahl der Working Poor wächst, nicht nur unter den Geringqualifizierten. Die Gewerkschaften auch Probleme haben, diese Menschen zu organisieren. Und wenn sie sie nicht organisiert kriegen, haben sie halt auch keine Durchsetzungsmacht. Jetzt gehen wir vielleicht zur nächsten Seite. Also die Gleichzeitigkeiten, Verteilungsungleichgewichte, dann auch ein Steuern-Abgabensystem, das ehrlich gesagt die wenigsten verstehen. Dann die Paradoxie, dass die Transfers eigentlich zu niedrig sind, wenn jemand arbeitslos ist, dass aber das Lohnabstandsgebot durch die zu niedrigen Löhne eben auch an vielen Stellen nicht eingehalten wird. Ich meine es jetzt im Sinne von, da ist einfach nicht so viel Unterschied in unseren Einkommensbereichen. Das Gleiche eben Unterfinanzierung der öffentlichen Hand und der öffentlichen Infrastruktur. Das heißt, es fehlt einerseits Geld, andererseits fällt uns natürlich sehr viel ein, wo Ausgabenkritik notwendig und dann auch sinnvoll stattfinden muss, damit wir eben auch die Verhältnisse verbessern. Kommen wir zur nächsten Seite. Genau, also wenn wir jetzt schauen, wie es tatsächlich aussieht, das ist jetzt nur der Teil der Personen, die im Prinzip grundsicherungsberechtigt sind. Das habe ich auch von Wolfgang allerdings adaptiert. Da sieht man, dass im Prinzip 12 bis 13 Millionen grundsicherungsberechtigt werden.
Man sieht aber auch, dass nicht unerheblicher Teil, nämlich bis zu 30-40% verdeckt Arme sind. Das heißt, es sind Leute, die zwar einen Anspruch auf eine Grundsicherung hätten, aber es aus unterschiedlichen Gründen, sei es Scham, sei es mangelnde Durchsetzungsfähigkeit bei Behörden, nicht wahrnehmen. Das ist ein großes Problem, weil die sind natürlich trotzdem arm und ihre Lebensverhältnisse gehen dann auch entsprechend nach unten. Das heißt, die verdeckt Armen ist was, was jetzt vielleicht einen sturen Finanzer freuen würde, aber die Gesellschaft nicht freuen kann. Und wenn man das sieht, dass es 12 bis 13 Millionen sind, dann ist das der harte Kern. Wenn man dann noch sieht, das habe ich jetzt nicht auf der Tabelle drauf, aber kann man in sämtlichen Einkommensstatistiken auch nachlesen, dass das mittlere Einkommen, also das, was die Hälfte der Bevölkerung maximal erreicht, nicht so schrecklich viel höher ist als dieser Grundsicherungssatz, wenn man die verschiedenen Tatbestände zusammenrechnet, netto, dann sieht man, dass das Problem einer bröckelnden Mittelschicht durchaus hart ist und es wirkt sich halt auch aus. Ja, das klar ist, also wenn wir jetzt an die Krawalle in Frankfurt oder Stuttgart denken, sind soziale Randlagen natürlich ein Thema, eines von mehreren, auch Perspektivlosigkeit. Heißt jetzt nicht, dass die Leute, die dann entsprechend delinquent sind, nicht verantwortlich für ihre Taten sind, aber als Gesellschaft müssen wir überlegen, welche Faktoren begünstigen das. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Gehen wir zur nächsten Seite. Genau. Die bisherige Grundsicherung neben den Verdecktarmen, das habe ich weiter unten geschrieben, ist klar, das ist hochkompliziert. Dann ist es eben diese Forderung, dass Erwerbstätigkeit um jeden Preis stattfinden soll, dass die Grundsicherung immer auf den Haushalt bezogen ist, also kein individueller Anspruch ist, dass manche Personengruppen überhaupt nicht abgedeckt werden. Und klar ist, es ist hochgradig stigmatisierend, haben wir jetzt in Corona auch gemerkt. Wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel den Weg gewählt, dass Solo-Selbstständige nicht über Hartz IV gehen müssen, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern, weil wir gesagt haben, das gehört eigentlich zur Überbrückungshilfe, zur Soforthilfe. Und glaubt nicht, wie dankbar da viele Menschen dafür waren. Ja? Also es geht gar nicht um höheres Geld, sondern es ging einfach, in welches System werde ich da reingesteckt. Allein dieses Signal zeigt, wie hochgradig stigmatisierend die jetzige Grundsicherung ist. Und klar, sie ist zu niedrig. Da gibt es genügend Berechnungen, die man dann auch wissenschaftlich fundieren kann. Zur nächsten Seite. So, und dann gibt es ja eine Reihe von Vorschlägen, die seit Hartz IV eigentlich im Raum sind und relativ gleichlautend sind von Sozialverbänden, Bündnis 90 Grüne, auch die Linke fordert das. Jetzt im Rahmen der Grundsicherung, höhere Leistung, klar, ist zu niedrig für das soziokulturelle Existenzminimum, das habe ich schon gesagt, dann dass es individuelle Ansprüche geben soll, statt dass sie auf den Haushalt bezogen werden, dass die Zuverdienstmöglichkeiten sich verbessern sollen. Im Moment ist es halt so, wenn du aus dem Hartz-IV-System raus eine Erwerbstätigkeit aufnimmst, dann hast du de facto einen 80% Abzug dessen. Ja? Das heißt, das Delta zwischen dann halt eine Tätigkeit aufzunehmen, die entlohnt wird und dem, dass du nur Grundsicherung bekommst, das ist einfach sehr, sehr klein. Und das andere Thema ist, dass das Schonvermögen sehr klein ist, was dazu führt, dass jemand, der halt dann über ein Jahr quasi im Arbeitslosengeld 1 war, dann in Hartz IV geht, dann eigentlich seine Reserven, seine Altersvorsorge eigentlich vergessen kann. So. Und natürlich weniger Repression, also das Thema Sanktionen, das, glaube ich, wissenschaftlich und psychologisch ganz gut durchleuchtet ist, aber offensichtlich sich trotzdem festgehalten hat, als man braucht es, wird natürlich auch kritisiert. So, und das hört sich jetzt alles hochvernünftig an. Gehen wir zurück nochmal. So, und das Problem ist aber, und das macht es nämlich dann schwierig, wenn ich das alles mache, ja, dann wären viele aufstockende Hartz-IV-Haushalte besser gestellt als Normalverdienerhaushalte. Ja? Das ist das Überraschende dran. Also wenn du praktisch das eine System hast und du peppst es entsprechend auf, dann die Zahl der bedürftigkeitsgeprüften Empfängerinnen würde sprunghaft steigen. Und verdeckte Armut, Stigmatisierung hätte es natürlich trotzdem, weil es ist ja weiterhin ein System, das dann auch entsprechend repressiv ist. Also es ist ein ganz schwierige Konstellation. Wir haben ja ausgerechnet, was es bedeuten würde, wenn wir wirklich alle Forderungen erfüllen würden. Ich glaube, wir haben das beide auch mal so überschlagen, Wolfgang.
die praktisch in diesen Reformen von Grundsicherung drin ist, dann hast du mindestens ein Drittel der Bevölkerung, das anspruchsberechtigt ist. Ja? Das heißt, also ein Drittel der Bevölkerung über Hartz IV zu schicken, kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Also das hätte auf jeden Fall enorme soziale Verwerfung als Folge und natürlich ein unglaublicher Bürokratieapparat. Und du hättest trotzdem noch verdeckt Armen. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Das ist so der Grundansatz, auf dem ich aufgebaut habe 2005 mit einem Freund zusammen, der auch heute Fraktionsreferent der Bundestagsfraktion ist. Wir haben damals gesagt, wir glauben jetzt nicht an das Ende der Erwerbsgesellschaft, aber dass es sich massiv verändert, das hat sich, glaube ich, nicht verändert, außer dass die Bedingungen oder die Anlässe sich gewandelt haben. Und wir haben gesagt, wir bräuchten eine umfassende Sicherung, die diese brüchigen Erwerbsbiografien stützt, Teilzeit begünstigt, Benachteiligte stärkt auf dem Arbeitsmarkt, dann tatsächlich eben auch einen positiven, das was hängen bleibt, wenn man praktisch eine Erwerbstätigkeit aufnimmt und Existenzgründung erleichtert. So. Und wir haben als nächste Bedingung gesetzt, dass Lebensrisiken wie Alter, Gesundheit, Pflege, Arbeitslosigkeit steuerfinanziert abgesichert werden. Ja, das ist auch alles, was man so als BITS im grünen Programm hat. Und das Ganze ist eine Form von Grundeinkommen. Gehen wir zur nächsten Seite. So, das habe ich hier alle nochmal gesagt. Es muss gegenfinanziert sein. Es muss eine entsprechend höhere Belastung für höhere Einkommen geben. Das habe ich alles schon gesagt. Individuelle Sonderbedarfe, das ist, glaube ich, wichtig gegenüber neoliberalen Ansätzen von Grundeinkommen, die begründet sind. Also besondere Lebenslagen, Krankheit, Behinderung müssen natürlich immer gewährt sein können. Und dann haben wir unten mal, das habe ich jetzt hochgerechnet auf 2018, wie hoch das die Geldleistung wäre. Die wäre in dem partiellen Grundeinkommen, was wir vorgeschlagen haben, das kann ich gerne noch erläutern, wenn die Frage kommt, wäre erstmal nicht so schrecklich hoch, allerdings kommt zusätzlich die Krankenversicherung. Also die ist quasi schon beinhaltet, ohne dass man was Abzug davon bekommt. Wären 700 Euro für Erwachsene, 550 für Kinder und 900 im Alter. So, da Übergänge heißt beim Alter, dass klar ist, dass da die Altersversorgung, die jetzt da wäre, entweder angerechnet wird oder dass es ein Wahlrecht gibt. Das ist aber im Detail. Gehen wir zur nächsten Seite. Genau, das habe ich jetzt gesagt. Individualisiert, Bedürftigkeitsprüfung nicht für den Sockel, aber für individuelle Sonderbedarfe und die individuellen Aufstockungsmöglichkeiten können wir zum nächsten Bereich gehen, nächste Seite gehen. So, und die Idee ist zu sagen, es gibt eine negative Einkommensteuer. Also das, was ich vorher an Beträgen fürs Grundeinkommen genannt habe, das hat jeder. So, und alles, was du darüber hinaus verdienst, also klassisch verdienst, das wird mit einem gewissen Satz angerechnet. Und unser Rechenmodell war, dass du von allem, was du sonst verdienst, 50% abgibst. Das ist dann Steuer und Sozialversicherung quasi in einem. Wenn man sich das anschaut, dann bedeutet das erstmal als Sockel deutlich mehr als in Hartz IV. Vor allem in dem Moment, wo es nicht nur eine Person ist. Bei einer Person gäbe es noch die Möglichkeit Wohngeld. Das gibt es heute auch. Und dann hätte man eine entsprechende Verteilungswirkung. Gehen wir vielleicht zur nächsten Seite. Genau. Das heißt, klar, die Absicherung bei Erwerbstätigkeit ist erstmal der unverlierbare Grundeinkommenssockel. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur Teilzeit arbeite, weil ich vielleicht besondere Lebensumstände habe, sei es Pflege, sei es besondere Fürsorge oder dass ich mich anders orientieren will parallel, dann ist es so, dass relativ natürlich das Grundeinkommen und das reguläre Einkommen dazu führen, dass man praktisch mit der Hälfte deutlich mehr als die Hälfte verdient. Ja, das ist eine gewisse Begünstigung. Ich sage das nachher noch in Rechenmodellen. Vielleicht gehen wir weiter. Genau, das haben wir alles schon gesagt. Also die bisherigen Rentenversicherungsansprüche bleiben erhalten. Das muss man jetzt aber nicht vertiefen. Arbeitslosenversicherung ALG 1 wäre da. Und dann ist klar, das Gleiche wäre beim Elterngeld der Fall. Gehen wir weiter. Unverzichtbar ist der nicht bedürftigkeitsgeprüfte Sockel und die Option für dieses integrierte Steuertransfersystem, wie wir es genannt haben. Das heißt also, dass das auf dem Grundeinkommen praktisch das Steuersystem aufbaut und ergänzende Rechtsansprüche. Weiter. Nächste Seite. So, und da man dann eben, wer wird begünstigt? Und das Entscheidende ist mit den Rechenmodellen, ich kann ja nachher ein, zwei noch präsentieren,
die Mehrheit der Haushalte, also die große Mehrheit der Haushalte mit Erwerbseinkommen hätte eine ganz gewaltig positive Nettowirkung, und zwar relativ zu dem, was bisher ist, hauptsächlich dann, wenn sie eben im unteren und mittleren Bereich sind. Nächster Bereich, nächste Seite. So, klar werden bestimmte Transfers dann ersetzt. Das ist klar, das Kindergrundeinkommen ist höher als das Kindergeld. Elterngeld plus Kinderzuschlag, BAföG. BAföG ist eben auch ersetzbar durch ein höheres Geld. Hartz IV wäre natürlich auch überflüssig. Die Bedarfsprüfung, die einige Milliarden pro Jahr kostet, wäre auch überflüssig. Die Finanzierung des verbleibenden Volumens, das ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung, wäre eben eine Spitzensteuerbelastung von 50% real. Das kann man sich so erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel als Alleinstehender 700 Euro als Sockel hätte und ich verdiene nochmal, was weiß ich, 1500 Euro dazu, ja, also jetzt brutto, dann hätte ich davon 750, hätte also netto 1450. Ja. Das ist natürlich eine lächerlich geringe Besteuerung und das ist der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass man mit relativ wenig Einkommen schon in eine gute Situation kommt. Der zweite Sinn der Sache ist, zur Vermeidung von Armut, ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe zwar sehr viel davon, wenn ich noch ein zusätzliches Einkommen habe, aber ich bin nicht existenziell davon abhängig. Das heißt, ich muss nicht jeden Job zu jedem Preis machen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Das war auch etwas, Wolfgang erinnert sich, was uns 2007 als Kritik entgegengeschlagen ist, dann würden ja die Drecksjobs nicht mehr gemacht. Und dann haben wir gesagt, das glauben wir nicht, dann werden die halt besser bezahlt, ja, oder sie werden eben durch intelligente andere Lösungen ersetzt. Jetzt zur nächsten Seite. Klar, man könnte eben noch ein Ökogrundeinkommen draufsetzen. Das haben wir als Denkmodell deswegen gemacht, weil es tatsächlich eben auch in der Partei eine Rolle spielt. Das heißt, wenn man zum Beispiel, was wir als CO2-Steuer ja jetzt als Vorschlag hatten, sagen, okay, die Erträge werden 1:1 pro Kopf wieder ausgeschüttet, das wäre ein zusätzliches Ökogrundeinkommen. Also es bedeutet nicht, dass wenn man eine ökologische Steuerpolitik noch kombiniert, dass sich das die Armen nicht leisten können, sondern die haben von diesem pro Kopf, was dann ausgezahlt wird, als von diesem Ökobonus mehr relativ als reichere. Und zwar deswegen, weil in der Regel eben auch der CO2-Fußabdruck kleiner ist. Gehen wir zur nächsten Seite. Klar, die Steuerbelastung ist im unteren, mittleren Einkommensbereich heute sehr hoch, im oberen dagegen zum Teil bei unter 20%, wenn alles Mögliche noch abgesetzt wird. Der reale Durchschnittssteuersatz auf alle Einkommen, das ist übrigens was ganz Interessantes, liegt tatsächlich sehr, sehr niedrig bei 16%. Klar, weil jeder natürlich auch noch Dinge absetzen kann. Und wenn man das alles zusammenberechnet, was Einkommen sind, also nicht nur Erwerbseinkommen, dann ist die Einkommensteuer sehr, sehr niedrig. Und das erklärt auch ein Stück weit, gehen wir zur nächsten Seite, warum man das Gegenfonds finanzieren kann. Das heißt, die nominale Gesamtbelastung, also inklusive Sozialversicherung, vergessen wir mal die 35%, die wäre bei 50%, ja. Und das reale Einkommen bewegt sich zwischen einem kräftigen Minus, ja, also Minuseinkommensteuer, nämlich dem Grundeinkommen, und 50%, wenn einer unglaublich viel verdient. Ja, der würde dann auch real 50% zahlen. Das ist deutlich mehr als heute nach der Steuerstatistik und das würde eben die Gegenfinanzierung bedeuten. Aber so, dass immer auch der Reiche dann von dem, was er mehr verdient, noch was hätte, allerdings halt deutlich weniger als bisher. Das Ding ist so gebaut, dass wir sagen, das, was bisher der Staatshaushalt beinhaltet, mit Ausnahme dessen, was das Grundeinkommen ersetzt, bleibt. Und der Rest ist quasi ein Grundeinkommen, was zwischen den Einkommensbeziehern oder den Berechtigten verteilt wird. Das heißt, die durchschnittliche Steuerbelastung würde sich übrigens nach gegenüber dem heutigen Zustand nicht verändern. Das ist was, was viele erstmal gar nicht verstehen. Aber es ist so, das Grundeinkommen ist eigentlich eine Verteilung zwischen denen, die berechtigt sind, ja, also die selber entweder kein Einkommen haben oder eben Einkommensteuer bezahlen. Und der restliche Haushalt bliebe bei uns unverändert. Gehen wir zur nächsten Seite. Genau, das heißt also, es gibt eine Verteilung zwischen den Bürgerinnen und keine Mehrkosten, zumindest nach der Betrachtung. Was man auch wissen muss, ist, dass das Modell, das wir im Rahmen
unseres Ansatzes 2005, 2006 entwickelt haben, ja damals auch von der Bundestagsfraktion quasi an mehrere Gutachter vergeben worden ist und die haben das auch bestätigt. Ja. Also es ist nicht so, dass das jetzt mal eine Spinnerei ist, sondern wir haben da extrem gut abgeschnitten, sogar besser als jedes andere Grundsicherungssystem. Gehen wir mal zur nächsten Seite. Gehen wir nochmal weiter, sonst wird es zu viel. Nettoeinkommen habe ich schon gesagt. Das heißt, dass das Grundeinkommen mit der Steuerlast verrechnet wird. Das heißt, wenn ich 700 Euro Steuern bezahle dann, und 700 Euro Grundeinkommen habe, dann zahle ich faktisch nichts. Ja? So. Wenn ich aber natürlich deutlich mehr verdiene, dann bezahle ich über die höhere Steuer natürlich das Grundeinkommen wieder ab. Das heißt, der Millionär hat gegenüber heute netto natürlich weniger. So, und wegen dieser gegenseitigen Verrechnung sprechen wir eben von der negativen Einkommensteuer. Das heißt, erstmal fängt man mit einem Sockel an und es gibt keine klassischen Freibeträge, sondern das ist eine Pauschale, was rechtlich auch geht. Gehen wir zur nächsten Seite. Mal gucken, wie weit wir noch sind. Genau, das habe ich gesagt. Bis 1400 Euro monatlich bei Erwachsenen, also bei 700 Euro Grundeinkommen, würde ich praktisch keine Steuer bezahlen. Ja? Und sogar noch was bekommen, wenn ich weniger verdiene. So, und bei einem unter 18-jährigen Haushaltsmitglied wären es eben 1100 Euro zusätzlich. Das heißt also, ein alleinerziehenden Haushalt mit zwei Kindern würde erst ab 3600 brutto überhaupt einen Cent Einkommensteuer zahlen. Ein klassischer Vier-Personen-Haushalt ab 5000. Und wenn man das sieht, was es bedeutet gegenüber den heutigen Nettoeinkommen und den Bruttoeinkommen, dann bedeutet das einfach eine gewaltige Verschiebung zugunsten derer, die weniger haben. Gehen wir zur nächsten Seite. Das ist die Kurve von Wolfgang Strengmann-Kuhn. Da sieht man die blaue Kurve. Das ist das, was netto rauskommt. Das waren jetzt 800 Euro. Da ist aber ein anderer Berechnungsansatz. Die blaue Kurve wäre quasi bis zu dem Punkt, wo sie sich schneidet mit der gestrichelten Linie, ist es negativ, ist es eine negative Einkommensteuer. Und in dem Moment, wo es über die Kurve dann eben drüber ist, gibt es eine positive Einkommensteuer. Das rot gestraffelte oben ist quasi positive Steuer. Und da sieht man, wie es hochgeht. Das wäre jetzt für einen Ein-Personen-Haushalt mit 800 Euro, ist also nochmal eine andere Variante. Gehen wir weiter. Okay, das ist nochmal eine Zusammenfassung, vielleicht dann auch für euch zu Hause. Das Entscheidende ist, wenn man sich das statistisch anschaut, dass Lebensverhältnisse mit Kindern sich drastisch verbessern würden. Kinderarmut wäre statistisch nicht mehr da. Es ist klar, es ist ein sehr einfaches System und auch sehr transparent. Also die klassischen Schlupflöcher, die dann irgendwie reingeflickt werden ins Steuersystem, gäbe es bei der Einkommensteuer zumindest nicht. Bei der Unternehmensbesteuerung ist es sicher etwas komplizierter. Das ist auch eine extra Betrachtung, weil klar ist, dass natürlich jedes Unternehmen auch Investitionen gegenrechnen muss. Das ist ein bisschen anders. Ja? Die Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte ist nicht nur gedeckt, sondern ist sogar noch ein bisschen mehr, weil wir noch ein paar Elemente dazugesetzt haben. Und das ist klar, dass in der Summe etwa 90% der Bevölkerung monetär profitieren würden. Gehen wir zur nächsten Seite. Genau, ohne Antrag, Niveau wird angehoben und jetzt geht es eben um das Selbstvertrauen. Also ist das als das Stichwort, das hier in der Mitte ist oder knapp unter der Mitte, das ist eben der Punkt, ich muss nicht jeden Job um jeden Preis machen. Ich kann aber auch zum Beispiel mich selbstständig machen und wenn ich dann einen Kredit aufnehme als Selbstständiger, dann geht es der Kredit natürlich in die Selbstständigkeit und nicht in meinen Lebensunterhalt, was wiederum meine Kreditfähigkeit deutlich verbessert. Ja. Das heißt, ich habe dann auch gegenüber den Banken völlig andere Situationen. Natürlich sind die Chancen dann auch, das dann auch durchzustehen und die Gründungsphase und dann positiv zu entwickeln, wesentlich größer, wie wenn ich immer einen Teil meines Kredits dafür verwenden muss, überhaupt meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Klar, Jobcenter hätten eben diese Doppelrolle nicht mehr, dass sie gleichzeitig sanktionieren und beraten. Und dann funktioniert es natürlich besser, weil es immer dieser Double Bind ist, der im Hintergrund ist. Das sagen einem auch viele. Gehen wir zur nächsten Seite. Okay, vielleicht das lassen wir jetzt mal an einem Punkt. Gehen wir mal weiter.
Und damit habe ich mal den Input beendet. Alles Weitere, was ihr vielleicht so als Stichworte jetzt habt durchflashen sehen, bekommt ihr ja dann mit der Präsentation. Das ist letztlich was, was wir auch jetzt nochmal in der Diskussion vertiefen können. Ich hoffe, es war nicht überkomplex. Viele von euch, davon bin ich jetzt aber ausgegangen, ist die Idee nicht völlig fremd. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Präsentation. Das war jetzt ein relativ schneller Ritt über ein breites Thema, aber das können wir jetzt auch weiter vertiefen. Technischer Hinweis an alle, die angemeldet sind und direkt mit dabei sind. Man kann Fragen stellen über das Tool, wenn man auf die Menüleiste geht, F und A, steht für Fragen und Antworten. Da gibt es auch schon drei die Fragen und es gibt außerdem einen Chat. Darüber bitte keine Fragen stellen, aber man kann den Chat nutzen, um zu kommentieren, zusätzliche Ergänzungen zu machen, Links zu setzen oder Ähnliches. Zwei Fragen, die schon relativ am Anfang gestellt worden sind von Ulrich Franz. Die eine Frage, glaube ich, relativ schnell zu beantworten. Ich packe die zweite aber gleich mit dazu. Lohnabstandsgebot wurde doch schon 2011 abgeschafft. Warum wird da immer noch mit argumentiert? Du hast den Begriff am Anfang mal in deiner Präsentation verwendet. Und die zweite Frage von ihm ist, wie sieht eine bzw. deine für die Armutsbekämpfung notwendige Vermögens- und Einkommensumverteilung genau aus? Und wie soll sie politisch auf den Weg gebracht werden? Und er unterscheidet dann auch noch national auf europäischer Ebene und weltweit. Vielleicht bleiben wir mal bei der nationalen Ebene. Bedeutet, ich würde sagen, wir fangen mit den zwei Fragen jetzt mal an. Das Lohnabstandsgebot als Gebot, also als förmliches Gebot, wurde natürlich abgeschafft, aber die Wirkung ist natürlich weiterhin so. Das heißt, du wirst nicht freiwillig eine Grundsicherung bekommen, die in der Höhe so hoch ist wie ein vollzeitprekäres Einkommen. Das ist eigentlich das Problem. Das kannst du politisch nicht durchsetzen und es macht auch relativ wenig Sinn, wenn du dann über den Transfer auf der gleichen Höhe bist wie mit einem regulären Vollzeiteinkommen. Das heißt, die regulären Einkommen müssen natürlich steigen und die Frage ist, wie kriege ich das hin? Wie bekomme ich diese Menschen letztlich in eine selbstbewusstere Position? Also ich argumentiere nicht damit, dass das Lohnabstandsgebot eingehalten werden soll, sondern dass es einfach Sinn macht, dass jemand, der quasi erwerbstätig ist, darüber ein Einkommen hat, davon deutlich was spürt. Das liegt auch daran, dass alle Sozialforschung klar macht, ab welchem Punkt zum Beispiel sich viele Leute für Schwarzarbeit entscheiden. Die entscheiden sich dann für Schwarzarbeit, wenn mehr als 70% dessen, was sie verdienen, quasi wieder abgezogen wird. Ja, dann ist die individuelle Risikoabwägung eine andere. Und genau das würde jetzt eben mit dem Ansatz, den wir haben, du hast einen Sockel und nur das, was du tatsächlich verdienst, wird besteuert. Und der Sockel bleibt trotzdem formal immer da, würde dann praktisch geändert. Die national auf europäischer Ebene weltweit. BGE ist ein weltweites Projekt, das ist richtig. Ich war auch schon an einem Projekt der Evangelischen Akademien beteiligt. Da haben wir sogar meine Formel aufgestellt mit dem Wirtschaftswissenschaftler, wie das relativ zum Volkseinkommen dann auch gestaltet werden könnte. Die Vermögens- und Einkommensumverteilung habe ich jetzt im Rechenmodell gar nicht so genau drin, weil ich gesagt habe, das ist ein variables Element, dass ich das verändern muss, ist klar. Das Problem ist aber, wenn die Einkommen so weit auseinanderklaffen, dass Personen, die relativ wenig verdienen, überhaupt keine Chance haben, an ein Vermögen zu kommen, dass dann vor allem, also mehr noch als die Einkommen, die Vermögen auseinanderklaffen. Das heißt, da muss auf jeden Fall was passieren. Wie das dann geschieht, ist jetzt nicht zwingend an das Konzept gekoppelt. Ja? Aber dass es nötig ist, ist keine Frage. Und dass es schwierig ist, ist auch keine Frage, weil schwierig ist allein schon deswegen, weil da natürlich immer auch Wechselwirkungen, Gegenteileffekte beachtet werden müssen. Für mich wäre das Allererste, ist, dass die Einkommen wesentlich näher aneinander gehen. Okay, wir haben zwei weitere Fragen. Das erste ist, wie viel weniger hätte ein Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter im Monat dann netto weniger? Die müssten das ja beschließen.
Also, weil du hast ja richtigerweise gesagt, wir, du und ich, hätten netto weniger, sonst wäre es ja nicht finanzierbar. Ja. Wie viel wäre das? Und es gibt die Unterstellung, dass wir halt nicht auf das Geld verzichten würden oder Abgeordnete, vielleicht nicht in der Mehrheit, wenn die was abgeben müssten. Naja, sagen wir mal so, also bei meinem Modell ist, muss man gerade überlegen, gegenüber heute, es kommt halt darauf an, was du eben für Lebenslagen hast. Das heutige Steuersystem ist ja nicht mehr Automatismus, was du brutto netto hast. Aber ich schätze mal so bei 6.000 Euro im Monat würdest du auf jeden Fall anfangen drauf zu zahlen, also mehr Steuern zu bezahlen als heute. Da finde ich nicht, dass du dann arm wärst. Ja. Aber natürlich ist es so. Das ist immer so, dass die Politik Entscheidungen treffen muss, die sie selber und andere betrifft. Nun ist es ja so, dass das Einkommen von Landtags- und Bundestagsabgeordneten nicht gerade niedrig ist, aber es ist auch nicht gerade rekordverdächtig. Ja. Also wenn du einen ganz guten Job jetzt in der Industrie hast, mit einer relativ kleinen Leitungsspanne, ich weiß, wo ich herkomme, also ich komme aus der Sozialwirtschaft. Ich hatte als Geschäftsführer in der Sozialwirtschaft netto nicht deutlich weniger Geld als jetzt und arbeite jetzt deutlich mehr. Ich mache es aber trotzdem, weil ich begeistert bin von dem Job, den ich mache. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Also sich zu entscheiden, Landtags- oder Bundestagsabgeordneter zu werden, wegen ein paar hundert Euro, die ich netto mehr oder weniger habe, ist, glaube ich, relativ nachrangig, zumindest für jemanden, der grün ist, gegenüber dem, ob das jetzt Sinn macht, was ich da mache, oder ob ich da einfach nur sitze und das Händchen hebe. Ja, das lässt sich vielleicht allgemeiner, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Also das gilt nicht nur für grüne Abgeordnete, sondern für Abgeordnete insgesamt. Die machen das nicht wegen des Geldes. Ja. Das dürfte dann, glaube ich, am Ende auch nicht die Entscheidung sein. Da sind es dann vielleicht eher andere, vielleicht Lobbyinteressen, die von außen kommen, wo es dann größere Widerstände dann gibt gegen ein Grundeinkommen. Davon kann man ausgehen. Also ich meine, es ist klar, man muss überlegen, wer hat was zu verlieren. Also in dem Moment, wo das für dich beängstigend ist, dass, was weiß ich, die Verkäuferin oder der Dienstleister, der kleine Dienstleister sagt, naja, ich möchte schon was verdienen, aber um jeden Preis mache ich es nicht. Vor allem, wenn es ein unbeliebter Job ist. Wenn du davor Angst hast, hast du natürlich gute Gründe, dagegen zu sein. Ja? Auf der anderen Seite habe ich auch mit vielen Gewerkschaftern gesprochen, die am Anfang sehr skeptisch waren. Das ging dann über mehrere Stunden, die Diskussion. Wolfgang kennt es auch, wenn er sagt, naja, aber es ist ja euer Interesse, dass bestimmte soziale Standards durchsetzbar werden. Und ist es einfacher, wenn die Leute maximal erpressbar sind oder wenn sie wenigstens eine gewisse Resilienz, also eine gewisse Fähigkeit haben, zu sagen, naja, okay, aber zu dem Preis mache ich es nicht. Ja? Aber diese Entscheidungsfreiheit haben sie ja heute nicht. Und ich glaube, auch Gewerkschafter erkennen zunehmend, und die grünen Gewerkschaften sind, glaube ich, das sowieso fast einstimmig der Meinung, dass ein Grundeinkommen die gewerkschaftliche Arbeit erleichtern würde. Die nächste Frage kommt von Hans-Florian Heuer. Die ist ein bisschen länger. Also der fragt, müsste das Gehalt nicht in zwei Komponenten ausgezahlt werden? Erstens der Anteil, der es ermöglicht, tätig zu sein. Also in Klammern sagt er dann Grundauskommen, gesellschaftliche Frage, weil auch Care-Arbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit neben Erwerbsarbeit inbegriffen ist. Das ist ja im Prinzip das, was wir mit dem Grundeinkommen meinen. Und ein zweiter Teil, der Anteil der Teilhabe am Erfolg des Unternehmens, in Klammern Erwerbseinkommen, betriebswirtschaftliche. Also das Einkommen aufgeteilt in diese zwei Komponenten. Er fragt, müsste das Gehalt nicht in zwei Komponenten ausgezahlt werden? Da ist unser Konzept, glaube ich, ein bisschen anders, aber die Aufteilung sehe ich eigentlich auch. Die Grundidee ist ja schon so, dass dir das Grundeinkommen ermöglicht, tätig zu sein, unabhängig davon, ob jetzt dafür Geld zurückfließt oder nicht. Das ist eine Ermöglichung, und zwar wesentlich stärker als heute. Das ist richtig. Wenn du jetzt aber sagst, du machst formale Gehaltsbestandteile, müsstest du das Ehrenamt ja bewerten. Ja? Also nicht nur sagen, es gibt immer das Gleiche, weil jeder das Grundrecht drauf hat, sondern du müsstest bewerten. Sprich, Ehrenamt ist dann so viel wert, Freiwilligenarbeit ist so viel wert. Ich glaube, dass wir diese Diskussion nicht aushalten würden, sondern unser Ansatz des Grundeinkommens ist ein freiheitlicher, der das ermöglicht. Der zweite Teil, ein Teil der Teilhabe am Erfolg des Unternehmens, ja, beziehungsweise dessen, was du dann eben zur Wertschöpfung beiträgst, das ist das klassische Erwerbseinkommen. Ob man das durch weitere Beteiligungsmöglichkeiten ersetzt, ist
nicht egal, aber es ist fürs Konzept nicht wesentlich. Ja? Also das sind sicher gute Ideen dahinter, aber nicht zwingend in das Konzept zu integrieren. Gut, dann habe ich noch zwei Fragen, die nehme ich mal zusammen, auch wenn sie nicht direkt zusammengehören. Aber die eine lässt sich relativ leicht beantworten. Denkt ihr auch an eine zusätzliche Finanzierung via Finanztransaktionsbesteuerung? Kommt von Ralf Nuglisch. Und Daniel Feher fragt, das finde ich eine spannende Frage, ließe sich dein Modell auch stufenweise einführen oder müsste es schon irgendwann am 1. Januar ein harter, systematischer Schnitt erfolgen? Beides gute Fragen. Also Finanztransaktionsbesteuerung wollen wir. Sie ist aber nicht essentiell für das Konzept, sondern es macht einfach aus anderen Gründen Sinn. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt erstmal in diesem Rechenmodell davon ausgegangen sind, dass die Staatseinnahmen auf dem jetzigen Level bleiben sollen. Ja. Es gibt aber gute Gründe zu sagen, es gibt weitere Bedarfe, die über das hinausgehen. Spätestens dann macht eine Finanztransaktionssteuer erst recht Sinn. Ja. Sie dämpft natürlich auch die wilden Spekulationen, die dazu führen, dass das, was an Geldversprechungen, nenne ich das, immer auf der Welt ist, ja, also in Form von Beteiligung, von Derivaten, von Aktien, dass das ein Vielfaches dessen ist, was ja eigentlich an Wertschöpfung überhaupt da ist. Ja. Das ist ein verrückter Effekt, dass Leute reich sind, obwohl ja keine Substanz dahinter ist und andere dafür trotzdem arm. Das könnte man sicher durch eine Finanztransaktionsbesteuerung, durch eine gute verbessern und damit natürlich auch die Nachhaltigkeit jedes Systems. Ist aber nicht existenziell notwendig, um jetzt das Rechenmodell durchzusetzen. Das ist richtig. Stufenweise klar. Das ist auch eine wichtige Frage, dass man in der Lage ist, einzelne Elemente einzuführen. Und man könnte sich das vorstellen, indem man sagt, man fängt es eben bei den Kindern an. Das ist auch grünes Programm. Was wir vorgeschlagen haben, ist ja nichts anderes als ein Kindergrundeinkommen, das man dann eben Schritt für Schritt dann auch für alle einführt und dafür eben andere Vergünstigungen abschafft. Man kann für bestimmte Lebenslagen, also sei es junge Erwachsene, sei es Studierende, sei es Fortbildung und so weiter, kann man entsprechende Elemente einführen. Das sind alles programmatische Bestandteile, die wir schon haben. Was tatsächlich ein ziemlicher Sprung wäre, wäre dann eben die negative Einkommensteuer. Auch da gibt es Diskussionen zu sagen, naja, dann machen wir das erstmal nur für die Leute, die arbeiten, die nicht arbeiten, die kriegen es erstmal nicht. Würde aber wahrscheinlich faktisch schon fast ein Grundeinkommen bedeuten, weil ich kann ja keine Schwelle einsetzen. Also in dem Moment, wo einer ein paar hundert Euro verdient, ist er ja schon drin. Ja? Also da glaube ich, müsste man dann immer, wenn das tatsächlich politisch ansteht, gesellschaftlich ansteht, den nächsten Schritt beraten. Ist aber tatsächlich so, dass wir das von Anfang an so aufgestellt haben, dass man über einzelne Elemente gehen kann. Klar ist es so, was man nicht machen darf, ist jetzt den Grundeinkommensteil in irgendwelche lächerliche Bruchteile zu legen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich das Modell Götz Werner nehme, der möchte ja dann das über eine Konsumsteuer, also Mehrwertsteuer machen. Und ich habe mich mit dem auch darüber unterhalten, er hat gesagt, naja, man kann ja so 3% im Jahr steigern. Ja. Wenn man aber sieht, was das an Grundeinkommen dann bedeuten würde, ja, das wären ein paar Cent erstmal. Ja. Damit kann ich nichts reißen. Ja. Das ist klar. Also was ich nicht machen darf, ist dann irgendwie das auf 200 Euro oder so zu reduzieren. Es muss schon so sein, dass es die Erpressbarkeit dann auch verringert und dass man mit einer einigermaßen guten Organisation, wenn man sich zu zweit oder zu dritt zusammentut, dann auch sagen kann, okay, ich kann mir das auch leisten, es anders zu machen oder jetzt erstmal zu riskieren, zum Beispiel eine eigene selbstständige Existenz aufzubauen, ohne dass ich in entsprechende Nöte reinkomme. Also ganz, da wäre ich dann kritisch, ja, wenn ich sage, also ich kann es nicht beliebig niedrig machen. Ich muss es auch nicht sehr hoch machen, das glaube ich schon auch, weil das wissen wir auch von Experimenten weltweit, dass das Grundeinkommen gar nicht so riesig sein muss, damit sich das Denken und auch die Elastizität der Menschen verbessert. Aber es darf eben nicht dazu führen, dass es dass viele dann quasi niedriger oder schlechter dastehen würden, materiell als heute beim Hartz IV. Dann hätte man auf jeden Fall einen Gegenteileffekt. Es gibt eine Frage, die sich nochmal auf die negative Einkommensteuer bezieht und wo es, glaube ich, nochmal um das Verständnis des Gesamtkonzeptes geht. Die Frage ist, warum ist eine negative Einkommensteuer einem bedingungslosen Grundeinkommen vorzuziehen? Und dann kommt als Erläuterung, wenn eine Person in einem Monat einen Einkommenszuwachs verzeichnet,
ist sie vielleicht nicht mehr berechtigt, das Grundeinkommen zu beziehen. Das Grundeinkommen in Anführungszeichen ist ja negative Einkommensteuer. Die zusätzliche Arbeit lohnt sich bei der negativen Einkommensteuer nicht so sehr wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Geht es dabei nur um die Finanzierbarkeit oder gibt es auch andere Beweggründe? Ich glaube, da ist ein Missverständnis. Die negative Einkommensteuer ist ein Grundeinkommen. Das kriegst du immer. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1 Million verdienst, ja, hast du trotzdem das Grundeinkommen. Du zahlst aber 500.000 Steuern dann. Ja, Steuer- und Sozialversicherung. Aber das Grundeinkommen kriegst du trotzdem. Ja? Also das verschwindet nicht. Also das, was du an Kritik da eingebaut hast, das wäre sehr, sehr berechtigt, wenn es eine Schwelle gäbe, wo man sagt, dann fällt es weg. Das tut es nie. Es fällt nur rechnerisch weg. Ja? In dem Moment, wo du eben sehr viel verdienst, zahlst du so viel mehr Steuern, dass das eigentlich gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Ja? Aber es bleibt auch deswegen, weil steuerrechtlich Vorteile hat, weil du nämlich sagst, dass du dann praktisch das steuerfreie Existenzminimum materialisiert hast. Das heißt, du musst eben jemanden, der sehr viel verdient, was die Steuerfreistellung oder die Freibeträge angeht, nicht besser stellen als jemand, der wenig verdient. Das ist mehr oder weniger ein finanzieller Trick. Aber das Grundeinkommen verlierst du nie. Und die negative Einkommensteuer ist nur eine Form, das zu organisieren. Es ist eine Form der Finanzierung. Es ist aber trotzdem ein Grundeinkommen. Immer. Es gibt eine Frage aus Facebook, die jemand hier reingeschrieben hat, die Baukir, vielen Dank dafür. Wie wird die Steuer festgesetzt, wenn man beim Grundeinkommen nicht weiß, wie viele Nettoempfänger es gibt? Da sich ja jeder dafür entscheiden kann, auch mit Hinzuverdienst weniger zu arbeiten, als es braucht, um das eigene BGE zu finanzieren. Da ist man dann wieder bei den Arbeitsmarkteffekten, die wir gestern schon diskutiert haben, aber natürlich für die Finanzierung eine wichtige Frage. Das ist eine sehr kluge Frage und da kann man den wissenschaftlichen Sachverstand, den es schon gibt, den kann man da anwenden. Das heißt also, unter welchen Voraussetzungen reduziere ich meine Erwerbsarbeit? Ja? Da gibt es Modelle dafür. Da ist ein Faktor natürlich die Höhe, das ist keine Frage. Der zweite Faktor ist, was behalte ich von dem, was ich dazu verdiene? Das ist bei uns relativ attraktiv. Das dritte ist, was habe ich von Freiheitsgewinn, wenn ich auf bestimmte Elemente von Erwerbsarbeit verzichte. Ja? Die Simulation, die damals gemacht worden ist von 2 Instituten im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion, also im Jahr 2007, die waren beide davon ausgegangen, dass es Verhaltensänderungen gibt, dass es aber in der Summe nicht weniger Erwerbsarbeit gibt als vorher. Weil für manche wird es jetzt erst attraktiv, ja? Die es vorher in einer ganz benachteiligten Situation waren. Und andere entscheiden sich natürlich flexibel. Ich habe jetzt andere Prioritäten. Das haben die versucht, über die gesamte Bevölkerung zu simulieren und sind dann aber zum Ergebnis gekommen, dass es ein Tick mehr ist, was es an Erwerbstätigkeit dann geben würde, an Freigewählter als bisher, und zwar ohne Zwang. Also so eine Scheinparadoxie, weil es halt interessanter, weil es attraktiver ist. Und weil natürlich auch entsprechende Effekte, was die Verhandlungsposition angeht, eine Rolle spielen. Und das kann ja jeder von sich auch erklären, ja, oder auch erzählen. In dem Moment, wo ich in einer Situation bin, wo ich mich relativ souverän fühle, da bin ich dann auch weniger belastet und vielleicht auch eher bereit, also mit einer positiven Motivation was zu machen. Aber ich muss es nicht. Das ist der Charme an der Stelle. Also es werden sicher Leute sich ganz unterschiedlich verhalten. Das Entscheidende ist, und das ist deswegen ist die Frage richtig gut, das Entscheidende ist, dass in der Summe natürlich es schlecht wäre, wenn quasi dann die entsprechend staatlichen Einnahmen, also Steuereinnahmen massiv sinken, weil dann könnte man das Modell vergessen. Ja. Das muss man tatsächlich vorher mit dem, was an wissenschaftlichem Sachverstand da ist vieles, dessen sich auch, also Simulationsmodelle, dessen sich auch die Bundesregierung bedient, die das auch an externe Auftraggeber, Forschungsinstitute, sei es wirtschaftsnahe, sei es gewerkschaftsnahe, sei es die IAB, also das IAB von der Bundesagentur vergibt. Und die haben alle relativ ähnliche Annahmen, die über viele Jahre einfach auch verifiziert worden sind. Also man kann das tatsächlich simulieren. Gut, es gibt dann noch eine spannende Frage von Beate, nämlich dazu, wer bekommt es denn eigentlich? Schließt das System von der Idee her alle hier lebenden Menschen mit ein? Also auch neu zugewanderte, Geflüchtete etc. Das muss man diskutieren. Also in der Simulation, quantitativ haben wir die einfach drin gehabt, aber
klar kann man das diskutieren. Also man kann sagen, dass um dann nicht irgendwelche Abschöpfeffekte zu haben, man kann also sagen, dass man den Anspruch erst über Jahre erwirbt, ja, in Stücken, in Schritten. Das kann man durchaus machen, muss man politisch entscheiden. Aber es ist von der Idee her so gerechnet gewesen, dass wir erstmal alle einbezogen haben, was natürlich stimmt mit der Freizügigkeit innerhalb der EU, dass das durchaus schwierig werden könnte, wenn da plötzlich eine große Wanderungswelle eintritt, ohne dass es eine organische Übergänge gibt. Deswegen haben wir das als ausdrücklich als Möglichkeit beschrieben, zu sagen, dass man diesen Anspruch eben dann erst in Schritten erwirbt und so lange dann eben eine ordentliche Grundsicherung kriegt, eine klassische. Ja? Das ist durchaus möglich. Bei Geflüchteten, klar, da kommt es auf einen Aufenthaltsstatus an. In dem Moment, wo sie anerkannte Asylbewerber wären, gibt es gar keine Frage, dann gehören sie dazu. Davor ist es so ein Zwischenstatus, der tatsächlich eher über ein Grundsicherungssystem laufen sollte. Es sei denn, die Leute arbeiten voll, dann ist es wieder anders. Ja. Okay. Gut. Nikla fragt, jetzt ist die Frage gerade weggesprungen, das passiert hier manchmal. Thomas, was schätzt du, welche Einsparungen der Staat durch den enormen Bürokratieabbau mittel- bis langfristig hat? Wäre das ein Beitrag zur Finanzierung deines Modells? Ja, haben wir gemacht. Also es gibt da eine Tiefenrechnung, wo wir tatsächlich auch die Bürokratiekosten von Hartz IV drin hatten, beziehungsweise auch, was weniger zum Beispiel an Wohngeld beantragt werden müsste. Und das haben wir anteilig mit drin. Bei Hartz IV war es so, dass, ich glaube, so um die 6 Milliarden pro Jahr die reine Geldverwaltung ist. Also hat nicht mit Erwerbsintegration zu tun. Die haben wir mit einberechnet. Ja. Und das andere ist aber klar, dass zumindest die private Einkommensteuer deutlich einfacher würde. Das hat Effekte in beide Richtungen. Also der klassische Steuerberater hätte durchaus weniger zu tun. Der müsste sich dann halt mehr auf Unternehmen konzentrieren. Und der Aufwand für die Individuen an der Stelle ist halt deutlich geringer. Das ist sicher so und geht vieles automatisierter, als es heute ist. Das wäre sicher eine Wechselwirkung. Also wir haben versucht, das, was man an Zahlen hat, damals in unsere Rechnung zu hinterlegen. Das war auch das, was dann auch von der Bundestagsfraktion an die Institute weitergegeben worden ist. Also wir haben es nicht bloß ein 5-Seiten-Papier abgeliefert, sondern halt da wirklich versucht, mit dem, was an statistischem Material zur Verfügung stand, das auch zu hinterlegen. Und ich glaube, Wolfgang hatte es sogar mit seinen Daten, er hatte noch eigene Datenquellen nochmal gegengecheckt. Das hat schon so gestimmt. Eine wichtige Frage von Baukje Dobberstein zur negativen Einkommensteuer, die in dem Zusammenhang negative Einkommensteuer auch immer wichtig ist. Würde bei einer negativen Einkommensteuer das Grundeinkommen für diejenigen, die es brauchen, am Anfang des Monats ausgezahlt oder gäbe es das erst zeitlich verzögert mit der Steuererklärung? Nee, das würde monatlich fließen, muss auch. Ja, also bei den unterschiedlichen Lebenslagen, um die es geht, jemand, der viel Geld hat, der kann das abpuffern, aber für alle anderen wäre es ein Desaster. Ja. Also die hätten dann auch diese Souveränität nicht. Das muss quasi erstmal immer da sein und dann wird es einfach verrechnet mit dem, was an sonstigen Einkommen da ist. Sprich, wie es heute auch automatisiert verrechnet wird, wenn du einen Arbeitgeber hast und ansonsten musst du das halt als Selbstständige und selbstständige Person auch machen. Ändert aber nichts dran, dass du immer monatlich den Anspruch hättest. Ich will das nochmal ergänzen, weil das ist immer so ein Standardargument gegen die negative Einkommensteuer. Die Leute kriegen ja dann zu spät das Geld. Aber du hast es eben angedeutet, wenn du abhängig beschäftigt bist, kann das über den Arbeitgeber laufen. Der führt ja auch die positive Steuer ab. Und dann könnte es einfach umgekehrt laufen, so wie jetzt. Bei Selbstständigen wird es nicht ganz so automatisch laufen, aber Selbstständige müssen häufig allein für die Krankenversicherung so eine Schätzung des Einkommens machen. Und das könnte dann auch über das Finanzamt laufen, dass das Finanzamt dann prüft, wie hoch das Einkommen ist und entsprechend dann auch monatlich eine negative Einkommensteuer auszahlen. Ja, als Selbstständiger muss ich ja praktisch auch vorab Steuern bezahlen, also kann ich auch eine Negativsteuer bekommen. Ja, das ist ja auch klar. Ja. Es wird natürlich dann verrechnet, aber das ändert sich ja nicht. Spitzenbesteuerung habe ich gesehen, übrigens im Chat, mal kurz reingeguckt.
Bei Kohl sah sie bei 53%. Die hat keine Sau bezahlt. Die 53% bei Kohl, ich meine, klar ist sie jetzt niedriger. Das Entscheidende ist, wie du tatsächlich bezahlst. Ja? Und du hast eben keine Möglichkeit mehr, Dinge abzusetzen, weil das alles im Grundeinkommen quasi beinhaltet ist. Du kannst nicht zusätzliche Betreuungskosten oder sonstige Aufwendungen, die du hast, kannst du nicht mehr zusätzlich geltend machen. Deswegen ist die Kante, also von real 50%, deutlich höher als bei Helmut Kohl mit den 53, nicht 52, sondern 53, wie es hier drin steht. Das heißt aber nicht, dass man es so machen muss. Wir haben nur ein Rechenmodell dargestellt, von dem wir finden, dass es richtig und plausibel ist. Klar könntest du das Ganze auch mit 40 oder mit 60% machen, dann musst du aber die Wechselwirkung eben genauso, wie wir es jetzt versucht haben, wieder abwägen. Das Modell ist nicht davon abhängig, dass man eine bestimmte Ziffer hat. Ich fand halt nur diese 50-50-Geschichte ganz charmant. Glaube ich auch, dass es eingängig ist, aber wenn sich dann, was weiß ich, im Parlament oder eine Partei anders entscheidet und sagt, nein, wir wollen es anders machen, wir wollen das stufen, wir wollen das progressiver, dann muss man sich eben die ganze Litanei an Fragen, die sich dann stellen, dann auch beantworten. Sprich, ist es dann noch halbwegs transparent für die Leute? Ist es attraktiv? Welche Wirkung hat es dann? Also auch Verhaltensauswirkungen. Motiviert es oder demotiviert es? Deswegen war jetzt einfach die Eingangshypothese 50-50 wäre cool. Ja, heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man es so machen muss. Da wir jetzt so langsam auf 9 Uhr zugehen, sammle ich mal 3 Fragen zusammen, 3 kurze Fragen. Erste Frage von einem anonymen Zuschauer. Wo liegt bei dem Modell die Schwelle, wo Menschen weniger verdienen, als sie es heute tun? Frage Nummer 2, braucht es mit Grundeinkommen weiterhin einen Mindestlohn, um Lohndumping zu verhindern? Und von Christoph Wiese. Und Frage Nummer 3 von Jürgen Schupp, soll oder kann die Attraktivität sozialversicherungsfreier Beschäftigung gesenkt werden? Also Minijobs etc. Okay. Also sagen wir mal so, bei unserem Modell sind wir davon ausgegangen, dass es keine klassischen Minijobs mehr gibt. Sondern wir haben gesagt, wenn wir dieses Modell haben, dass du ein Grundeinkommen hast, dann wird jedes Einkommen, also auch ein Minijob, immer gleich behandelt. Ja? Das war eine Prämisse, die wir gesetzt haben. Ob man das dann tatsächlich so macht, wird sich herausstellen. Ja? Halte ich aber für richtig. Mindestlohn wird weiter notwendig sein. Aber das Entscheidende, und das war eine Diskussion, die ich mit Gewerkschaftern geführt habe, er ist leichter durchsetzbar. Wie oft haben wir heute die Situation, dass der Mindestlohn real nicht bezahlt wird? Und die Leute trauen sich nicht, dagegen zu argumentieren oder das zu veröffentlichen, weil im Zweifelsfall sind sie ja dann sofort im Hartz-IV-System drin, wenn sie nicht lang genug gearbeitet haben. Das heißt, da ist die Angst riesig. Ja? Und die Angst, dann aber was anzuzeigen, was sittenwidrig ist, sinkt. Das heißt also, aus meiner Sicht ist Mindestlohn A notwendig und B leichter durchsetzbar, wenn die Leute weniger angstmotiviert sind. Die Schwelle, das hängt jetzt von der Konstellation ab, ob ich jetzt alleinstehend bin, ob ich in einer Partnerschaft bin, ob noch Kinder dabei sind oder nicht. Grob würde ich sagen, bei 6.000 brutto fängt es an, ein paar Cent weniger zu sein. Ja, das geht dann auch langsam von Alleinstehenden. Das ist jetzt nicht richtig schlecht. Ja. Also, das, wie gesagt, hängt von anderen Faktoren ab. Wenn ich riesige Aufwendungen habe, die ich dann gegenrechnen kann, ist es anders nach dem heutigen System. Wenn ich nur die Steuer bezahle, ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, wo die Schwelle anfängt. Ich will nochmal zu den Minijobs nachfragen. Also jetzt ist es ja so eine Kombination, Leute beziehen Hartz-IV-Leistungen, haben einen Minijob. Ja. Wäre das nicht auch eine Kombination bei einem Grundeinkommen? Also ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ, dass Leute sagen, ich kriege ein Grundeinkommen und einen Minijob dazu und das reicht. Wäre das A, was wir uns wünschen würden und B, wie wird sich das bei einem Grundeinkommen anders darstellen als jetzt bei Hartz IV? Naja, wenn ich diese unterschiedlichen Formen von Jobs habe nebeneinander, dann sind die bei gleichem Bruttoentgelt unterschiedlich attraktiv. Und die Minijobs gehen faktisch ja auf Kosten der Solidargemeinschaft. Ja. Und wenn ich sage, ich behandle alle Einkommen gleich, also wenn ich jetzt zum Beispiel die 700 Euro Grundeinkommen habe und ich verdiene tatsächlich nur 500, also einen Minijob oder 450, ja, behalte ich die Hälfte davon. Ja. Warum soll ich da nochmal eine zusätzliche Begünstigung einführen? Ja, also das würde mir nicht einleuchten.
Und wenn ich dann Jobs unterschiedlicher Klassen habe, dann habe ich natürlich auch den Anreiz, reguläre Jobs aufzuteilen. Das hätte ich so aber nicht, ja, indem ich sage, ich behandle alle gleich. Ja. Und das Individuum entscheidet, ob es mehr Erwerbseinkommen haben möchte, sprich also mehr quasi in der klassischen Erwerbsarbeit arbeitet oder nicht, aber eben mit einer anderen Souveränität als heute. Also das ist was ein bisschen zum ganzheitlichen Denken anregt, aber spricht aus meiner Sicht nichts dafür, und wir haben das damals auch ausdrücklich so formuliert gehabt, dass man den Sonderstatus an Jobs beibehält, weil wir ja alle ins gleiche System reinkommen. Jetzt also was Bürgerversicherung zum Beispiel für Krankenversicherung, Rente und so weiter angeht, da wären wir alle quasi im Gleichen drin. Warum ich da nochmal einen zusätzlich begünstigten Teil mache und sage, dann, wenn du bloß für 450 Euro arbeitest, zahlst du dann nur 30% oder 20%, das fände ich schwierig fürs System, und es ist auch nicht notwendig. Ja. Also es gibt keinen Grund, dann den Minijob nicht zu machen, weil auch immer noch, wie gesagt, die Hälfte davon hängen bleibt. Aber es gibt vielleicht gute Gründe, eben keine Aufteilung, Filetierung von Jobs zu machen, die am Ende auf Kosten der Solidargemeinschaft gehen. Wir hatten mal vereinbart, dass wir sozusagen den offiziellen Teil nach einer Stunde, also den Livestream, beenden. Wir haben noch eine ganze Reihe von nicht beantworteten Fragen, aber jetzt kam so eine schöne Frage rein, die sich gut als Schlussfrage antwortet für diesen offiziellen Teil. Wir können dann aber sozusagen ohne Livestream noch ein bisschen weiter diskutieren mit den Leuten, die angemeldet sind. Und jetzt ist gerade die Frage, das ist ja manchmal in diesem Frage- und Antwort-Tool, dass die Fragen wegspringen. Ich versuche es mal aus dem Kopf. Die Frage, da ist es. Das Konzept ist so überzeugend, dass unerklärlich bleibt, warum es in Klammern noch nicht ins Grundsatzprogramm der Grünen aufgenommen worden ist. Woran hapert es? Ja, da kannst du mindestens genauso viel dazu sagen wie ich. Wir hatten eine Situation in der Kommission des Bundesvorstands, wo wir beide beteiligt waren, Wolfgang und ich, und du weißt nachher auch, über wen ich rede. Wir hatten unglaublich differenzierte und wirklich gute Diskussionen mit Leuten, die kein Grundeinkommen wollten, eine Grundsicherung wollten. Und es gab eine Situation, da kannst du dich dran erinnern, wo wir wirklich versucht haben, alle Argumente in aller Ausführlichkeiten, aller Differenzierung auseinanderzunehmen. Und dann gab es einen Diskussionsteilnehmer, ein wirklich intelligenter Mensch, der dann gesagt hat, ja, und wenn ihr recht hättet, wäre ich trotzdem dagegen, weil das widerspricht meiner protestantischen Erziehung. Ja? Also du weißt vielleicht noch, wer das war. Das ist eine ganz interessante Frage. Und wir haben dann gesagt, na gut, dann sag das mal öffentlich, dass es nur an der protestantischen Erziehung liegt, dass du dem nicht näher kommst. Es ist tatsächlich so, dass es ja eine paradoxe Geschichte ist. Ja? Ich gebe den Leuten mehr Freiheit und trotzdem, wir behaupten deswegen, das ist eine Frage des Menschenbilds, kommt mehr für die Gesellschaft dabei raus, und es ist auch so, dass der Staat deswegen nicht bankrott geht, sondern dass er sich mindestens genauso refinanziert. Das ist schlicht und einfach die Frage, kriege ich das hin in meinem Kopf, dieses Paradigma zu verändern, wenn es anders war? Oder fällt mir das vielleicht leicht, weil ich so einen Grundoptimismus habe, also bei allem Realismus, den man auch braucht, was insgesamt die Wirkung von eher freiheitlichen Systemen angeht, das kann man schwer beantworten. Ja? Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass man Leute in Diskussionen verwickelt, und also ich weiß noch 2007, wo mir dann auch ein Freund, der kein Fan vom Grundeinkommen war, dann gesagt hat, also eins habt ihr auf jeden Fall erreicht, wir haben viel gründlicher über Dinge nachgedacht, die wir für selbstverständlich halten. Ja? Und ich glaube, Leute ins Denken zu bringen, ins Diskutieren zu bringen, ist erstmal der allererste Effekt, und dann kann man sehen, ob man diese Hemmungen und diese Schwellen auch überwindet. Also ich habe in den letzten Jahren eine Reihe von Vorträgen wiedergehalten, nach langer Zeit wieder einer relativ hohen Frequenz zum Grundeinkommen. Und das war immer wieder so der Punkt, dass die Leute Angst hatten, dann schafft ja niemand mehr was. Und ich sage, ja, diese Befürchtung kann man haben, aber man hat ja nicht mehr als den wissenschaftlichen Sachverstand, der sagt dir, unter welchen Voraussetzungen verhalten sich die Leute wie. Und wenn der wissenschaftliche Sachverstand, den wir haben, sagt, das ist nicht so, dass es in der Summe schlechter wird, dann kann ich den entweder anzweifeln, dann muss ich aber wirklich Argumente bringen oder vielleicht sagen, na, vielleicht liege ich ja doch falsch. Vielleicht gibt es ja auch so scheinparadoxe Wirkung,
In der Psychologie gibt es das häufig, also warum soll es nicht in der Sozialpolitik und der Ökonomie geben, wenn man es erklären kann? Und ich glaube, man kann es erklären. Ja, vielen Dank. Also es gibt noch viel zu diskutieren, bis wir das dann im Grundsatzprogramm hoffentlich haben. Deswegen haben wir ja auch diese Diskussionsreihe und dann müssen Vorschläge an den Bundesvorstand gemacht werden. Es gibt aber auf unserer Homepage www.grünes-grundeinkommen.de/sommertalk eine Übersicht über die Veranstaltungen, die wir in den nächsten Tagen noch machen werden. Da kann man sich für anmelden. Dann können Leute Fragen stellen, wenn sie angemeldet sind, werden aber auch weiterhin auch im Livestream zu sehen sein, das in den nächsten 2 Wochen. Der Parteitag ist Ende November, also bis dahin haben wir dann noch die eine oder andere Diskussion vor uns. Und jetzt bleibt mir jetzt erstmal nur zu danken dir, Thomas, für die Diskussion und allen, die sich daran beteiligt haben, und verabschiede mich jetzt von allen, die per Livestream zugeschaltet sind. Da gibt es einen Hinweis noch auf die nächste Veranstaltung mit einem Sharepick. Genau, morgen geht es mit Stefan Ziller, der ist Abgeordneter im Abgeordnetenhaus in Berlin, bedingungsloses Grundeinkommen und das neue Grundsatzprogramm. Eine Diskussion aus Berliner Sicht. Stefan ist auch schon lange in Sachen Grundeinkommen unterwegs, wird sicherlich auch spannend. Wie gesagt, heute erstmal vielen Dank an dich, Thomas, und ich verabschiede mich von allen, die jetzt zugeschaltet sind. Vielen Dank.